So, guten Tag zurück zur nächsten Folge. Hallo, meine Damen und Herren. Wir siedeln uns weiter voran. Ich hatte übrigens jetzt nach der gestrigen Folge mal geschaut. In einem anderen Spielstand, wo ich nicht dieses European Pack habe, was dort die großen Wohnhäuser an Anzahl von Menschen haben. Das ist ja komisch ausgedrückt, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja, und da muss ich tatsächlich mit Erschrecken feststellen, dass in den normalen Wohnhäusern deutlich mehr Menschen wohnen. Das ist tatsächlich ein arg großes Problem, was ich habe. Und ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich das Ganze beheben kann. Dass ich sagen kann, bitte nicht European, sondern die normalen bitte. Das große Problem ist, kann ich euch kurz zeigen. Wir haben, also, was heißt zeigen? Ihr wisst es ja. Beim Spielstart, hier sieht man europäisch. So, wenn ich jetzt hier auf mein freies Ding gehe, da ist Boreal. Ich kann es aber nicht mehr umändern. Ich kann auch hier nichts mehr umändern. Und das ist schade. Um es mal einfach auszudrücken. Und um es krass auszudrücken, ist es scheiße. Aber ich weiß nicht, wie ich das wieder ändern kann. Theme Manager. So, das ist European. High Rise, not loaded. High Rise hidden. Naja gut, ne? Wenn ich jetzt, wie gesagt, hier alles wieder ausschalte und nur das einstelle, sind das diese Blockhäuser. Und die haben wir ja alle in dem European Pack drin. Also würde es auch nichts ändern, wenn ich jetzt auf International gehe. Das wird schwierig. Ach, das wird sehr, sehr schwierig, da ein vernünftiges Konstrukt rumzubilden jetzt. Naja. Wir schauen mal, ob wir es hinkriegen. So, ansonsten, unser Zoo funktionuckelt. Ich würde gern ein... Ich kann keine weiteren kaufen? Nein. Ich würde gerne noch so ein Stadt... Nee, nicht so ein Stadtpark. Wie heißt denn das? Hier so ein Wanderweg. Naturschutzgebiet, so heißt's. Das würde ich gerne noch bauen. Und zwar würde ich das hier hinten hinknallen. Zwischen Bahn und Autobahn. Autobahn. Und das werden wir jetzt mal anlegen. So, da fangen wir erstmal an mit Bäumen. Genau, das kann ruhig riesig werden. Das können wir ruhig ein bisschen rüberziehen. So. Dann packen wir da noch ein paar Nadelbäume rein. Muss ja nicht so ganz groß sein. Dann haben wir hier Eichen. Können wir auch nochmal reinsetzen. Das wird einfach nur noch Wald. Ja, Bambus, naja. Hier diese bunten Bäume würde ich gerne noch reinsetzen. Warum kann ich die eigentlich nicht außerhalb setzen? So, wir machen einfach mal... Kostet mich das eigentlich Geld? Nee. Ich mache jetzt einfach mal hier vorne so ein bisschen... Oh ja. So ein bisschen was. Das ist jetzt hier einfach nur noch Wald. So, hier ist kaum noch Platz. So, dann haben wir hier nämlich einen schönen fetten Wald. Und da packen wir jetzt unser Naturschutzgebiet rein. So, dann bauen wir erstmal ganz kurz hier eine Abzweigung. Hochgehen. Wobei, ganz ehrlich, wir können hier auch mit dem Bahnübergang mal arbeiten. So einen Bahnübergang habe ich noch gar nicht gebaut. So, und dann knallen wir hier hinten irgendwo das Naturschutzgebiet hin. So, ich würde das jetzt einfach hier hinbauen. Naturschutzgebiet. So, müssen wir natürlich erstmal ausweisen. Ja, Vogelsang. Ja gut, Hügel. Naja. Oh. Können wir vielleicht begrenzen mit der Bahn. Kann ich ja dann später wieder machen. So, das wird auf jeden Fall ein größeres Gebiet.
wir hier noch zu. So, und dann, und ich hoffe, das geht jetzt, bauen wir ein Haupttor. Kleines Naturschutzgebiet. Naturschutzgebiet Haupttor da. Herzlichen Glückwunsch. Ja, kennen wir. So. Ja. Dann starten wir mal. Mit ein paar Wanderwegen. Ach so, da muss ich jetzt natürlich drauf achten. Dass ich hier dann auch noch im Naturschutzgebiet an sich bin. Weil sonst macht das natürlich keinen Sinn. So. Vogelsangbach. Ah. Ja, ich würde gern hier, da muss ich mir mal die Beschaffenheit angucken, schauen, ob wir oh, wow, 1 Megawatt. Darauf sollte ich vielleicht achten. 1 Megawatt ist nicht viel. Gibt's hier irgendwo 2? Na, hier ist überall nur 1 Megawatt. Also verursacht auch Lärm. Lärm ist eigentlich auch nicht das, was ich gerne hätte. Ja, da müssen wir halt mit Stromleitung arbeiten. Hilft nichts. Ich würde es aber ungern. Dann müssen wir es leider so bauen und den Wasseranschluss machen wir so. Müsste das eigentlich funktionieren? Hier würde ich gerne einen See reinbauen. Und das wird mich wieder vor ganz arge Probleme stellen, wie wir alle wissen. So, Lagerfeuerstätte. Da würde ich gerne hier irgendwie so einen Weg nach hinten machen. Also eine kleine Abzweigung. Und dann können wir hier mal so eine kleine Zeltplätze bauen. Und dann die dicken. Der schöne Vorteil ist, diesmal, dass es alles eben ist. Wie ist denn die Bodenbeschaffenheit hier hinten? Was ist das? Das ist doch Geländehöhe. Ah, so, gut, wir probieren uns aus. Wie viel machen wir? 6000. Ja, es ist sehr eben. Ne, Ditch ist verkehrt. Gelände ändern. Nur ein bisschen anebnen. Glätten anebnen. Oh, geiles Wort. So, und jetzt speichere ich, bevor mir hier wieder alles überflutet. So, Water. Super. Ah, minimal zu hoch. So, dann müssen wir natürlich nochmal die ganzen Bäume entfernen.
mir echt leid, dass das so scheiße laut ist. Das werde ich mal offscreen machen. Ich weiß nicht, ob ich damit leben kann. Also doch, ich kann auf jeden Fall mitleben. Ja, wie gesagt, das mache ich offscreen. Ist mir jetzt nichts. So, dann packen wir meinetwegen hier auch nochmal einen kleinen Weg rein. Und machen hier auch nochmal Feuerstelle. Und auch nochmal ein paar Zelte. So. Herzlichen Glückwunsch. Zoological Madness hat Stufe 2 erreicht. Gut, ja, dann könnt ihr euch theoretisch hier auslassen. Braucht nicht Strom. Brauchen keinen Strom, ne? Ne, Wasser braucht ihr auch nicht. Ne. Sehr schön. Vogelsang Bach. Vogelsang See. Ja, der Vogelsang See. Sang See. Ich würde es minimal gerne höher haben. Wir hoffen, dass es nicht überläuft. Ja, aber das ist doch schön hier. Kann man schön auf den See gucken. Ja, doch, 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 doch. Das kann man machen. Man hier nämlich auch nochmal so eine kleine Feuerstelle machen. Wo die Leute sich aufhalten könnten. Ich weiß nicht, ob die das wirklich nutzen. Aber das gefällt mir. Ja, hier hinten weiß ich nicht, ob ich das so riesig lassen soll. Das kann man erstmal wieder abknüpfen. So, dann machen wir das hier als Naturschutzgebiet. Wir könnten, obwohl wir könnten hier hinten später Berge hinmachen. Das können wir auch nochmal anpassen. Also das müssen wir auf jeden Fall anpassen. Ist das hier glätten? Ja. Haben wir hier so ein kleines erhöhtes Plateau. Da kann man dann theoretisch auch nochmal ein bisschen raufkraxeln. So, dann müssen wir das doch nochmal erweitern. Und da halt so ein riesen Naturschutzgebiet. So. Wir nennen ihn einfach mal den Juju Park. Oder wir nennen ihn den Jojo Park. Oder wir nennen ihn den Humbles Park. So, der Humbles Park. Austin Park und das ist der Humbles. Obwohl Park ist eigentlich kein Park. So, kann ich hier theoretisch ein
Okay, das finde ich ein bisschen übertrieben. Aber kann ich hier ein Parkhaus hinbauen? This streamlined prefab parking structure now comes fully lit. Wird das benutzt? Also jetzt aktuell parken sie da auf der Straße. Ich hoffe, dass sie auch in das Parkhaus fahren. Also wir sind uns natürlich alle einig, dass es viel zu übertrieben ist, so ein Monster-Parkhaus für einen kleinen Park zu bauen. So, Richtlinien. Das wird auf jeden Fall mein Hauptpark. Nachttouren. Und Recycling. Also ein Auto steht drinnen. Kann aber sein, dass das standardmäßig da drin steht. Ich lasse das jetzt mal kurz durchlaufen. Und schau mal, ob die das nutzen. Ja, es kann ein kleines bisschen dauern. Oh, doch. Einer ist schon mal reingefahren. Gut, wir lassen es mal kurz laufen. Also, wie gesagt, einer ist schon mal reingefahren. Das ist ein großer Vorteil. Der Park ist generell gut befüllt, ne? Ja. Also wir sind direkt oder in kurzer Zeit gleich schon auf der nächsten Stufe. Ja, wie gesagt, ich lasse das mal kurz laufen. Dann gehen wir mal kurz zu unserem Zoo. Der ist gefühlt nicht ganz so frequentiert. Und bauen die neuen Sachen. Nämlich einmal das Bison-Gehege. Machen wir jetzt mal dahin. Wo ist noch der Anschluss? Ah ja, da vorne. Okay. So, Strom müsstet ihr hoffentlich haben. Genau, Wasser kriegt er. Und natürlich kriegt er auch noch eine Anbindung. So, dann haben wir gleich da das Bison-Gehege. Und können meinetwegen auch von dort aus... Oh, shit. Das so machen. Alter, das sieht so grauenvoll aus, wirklich. Das sieht nicht schön aus. Jawohl, Parkstufe 2. Dann bauen wir es lieber so. Sieht immer noch kacke aus mit dem Weg, aber naja, ne, was soll ich machen? So, und das nächste Objekt war das Insektenhaus. Könnte man eigentlich ihm dran basteln. Oder ich setze es hier vorne mit hin. Oh, das ist auch wieder so hoch. Oh, ich habe... Was? Kein Abwasser? Abwasser ist zu wenig. Dann bauen wir uns da direkt hier nochmal zwei Kacke-Kanäle. Ist das angeschlossen? Also das auf jeden Fall nicht. Ja. Das andere ja. So, ich hoffe, dass es jetzt nicht überläuft. Oh, ich muss übrigens auch Wasser nochmal setzen. Die suche ich. Jetzt geht das wieder los. Wir bauen es jetzt erstmal unschön. So, Wasserverfügbarkeit super. Strom ist ja auch noch. Oh, Alter, was ich für einen Stromverbrauch habe.
Wahnsinn. So, die sind alle angeschlossen. Die funktionieren. Wie sieht's denn aus? Okay, wir haben auch schon die Unterhaltung bis zur, oder für die nächste Stufe auch schon mal freigeschaltet. Das ist super. Ja, ne, Humbles Park läuft sowieso wie Sau. Ja, fehlt zwar jetzt gerade ein bisschen was, aber wir haben ja auch die neuen Sachen noch nicht gebaut. Eine Aussichtsplattform. Könnte man eigentlich daneben setzen? Gefälle ist zu steil. Okay. Ja, und die anderen Aussichtsplattformen würde ich eher auf dem Berg bauen. Und ein Zeltplatz. Ah ja, sehr gut. Ja, so einen Zeltplatz kann man mal hier hinten reinsetzen. Da muss man den nicht manuell bauen. Also mit den Zelten, sondern kann die gleich so benutzen. So, jetzt müssten wir theoretisch auch schon... Genau. Unterhaltung gemacht haben. Wenn es hell ist, dann gucken wir mal, dass wir hier den Berg auch noch mit anschließen. Dass wir da dann auch safe sind. So. Ansonsten gehen wir mal kurz durch. Also Strom wird langsam schon wieder knapp. So ein Solarding könnte man vielleicht nochmal setzen. Was habe ich denn hier eigentlich alles? Geothermiekraftwerk haben wir auch schon. Achso, weil da die Straße schon ist. Ungünstig. Ja, da kann ich es nicht hinsetzen, weil da die Schienen sind. Das mit dem Wasser muss ich mir auch nochmal überlegen. Weil die kleine Armee würde ich gerne woanders hinsetzen. Ah ja, okay, wir sind immer noch fast 80, 90 im Plus. Also es geht noch. Also das ist okay. Ich muss ganz kurz niesen, glaube ich. So, da ist er wieder. Müllverbrennung ist okay. Ich würde tatsächlich gerne noch eine Müllkippe irgendwo hinbauen. Einfach, damit ich noch welche habe. Da gab es, glaube ich, auch eine Errungenschaft für, wenn ich 5 Mülldeponien voll habe. Von daher können wir das ruhig nochmal füllen. So, was ist denn hier eigentlich los? Ja, läuft wie Sau. Läuft wie Sau. So, Gesundheit. Krank und Heilungskapazität bombastisch. Bestattungswesen. Oh, 4 Verstorbene nur. Super. Na, ein Glück. Large Advanced Crematorium. Haben wir auch noch nicht. Ist allerdings halt auch riesengroß, ne? Kostet mich einfach 155.000. Unterhalt ist auch massiv. Vielleicht hier irgendwo hinbauen. Alter, ja, ich bin eigentlich zufrieden. So, Auflastung vor allen Dingen. Auslastung 4%. Wir haben ja auch noch ein paar Friedhöfe hier, ne? Church with Graveyard. Könnte ich hier nochmal eine hinsetzen? So, Medical Clinic. So, Feuerwehr. 29% ist sehr wenig. Nichtsdestotrotz müssen wir hier vorne nochmal eine hinsetzen. So, Arzt. An sich haben wir, glaube ich, nicht, ne? Swimmingpool. Könnten hier hinten vielleicht auch nochmal sowas reinsetzen. Alter, das Problem ist, dass das halt so teuer ist. Hier 2400 im Unterhalt. Ich mache gerade jetzt wieder gerade so plus. Ich wollte eigentlich Bildung machen, weil da habe ich mir jetzt nochmal ein paar neue Gebäude runtergeladen. Waronga Elementary School. Da könnten wir hier hinten nochmal eine hinsetzen. Auch so eine kleine ist das. So, jetzt machen wir nur noch 100. Oh, jetzt mache ich gleich nur noch Minus. Scheiße.
So, Straßenbahn 315. Und ja, Taxen, Alter. Taxen benutzt kein Mensch in dieser Stadt. Das habe ich jedes Mal das Problem. Dass diese Misttaxen überhaupt nicht benutzt werden. Und die kosten mich halt immens. Wo ist denn hier dieser, so ein Taxenstand? Ja, okay, der kostet mich 16. So, ich mach trotzdem Minus. Ist ungeil. Wir müssen hier unbedingt erweitern jetzt. Geld auf der hohen Kante haben wir. So, ich gehe jetzt hier einfach weiter. Da vorne war, glaube ich, die große Straße, ne? Mit Bäumen, genau. So, das war nicht gut gebaut. So, dann gibt es eine dicke Straße. Welche haben wir da? Die in der Mitte geteilt. So, und dann können wir hier nämlich wieder schön neue... Ja, ist egal. Und dann gibt es hier nochmal die Querstraßen wieder. Und hier können wir meinetwegen auch nochmal einen kleinen Abzweig reinsetzen. Dann so, dass wir eine Kreuzung kriegen. Gut. Water. Eins. Zwei. Und dann gibt es hier die Verbindung. So, Strom jetzt und dann gibt es jetzt wieder Wohnhäuser. Ja, es bringt fast nichts, die normalen zu bauen. Ich muss tatsächlich fast nur noch die fetten bauen. So. Wie spät ist es überhaupt? 0 Uhr 51. Ich weiß nicht, ob jetzt schon wieder... Baustopp ist. So, hier kommen Büros rein. Ach so, hier vorne ja natürlich auch. So, wo ist ein Kant? Okay, wir machen erstmal ganz kurz weiter die Markierung. So. Baut euch aus. Was ist denn da los eigentlich? Ach, da ist Strom. Okay, so. Wohnhäuser. Und die lassen wir mal ganz kurz frei. So, dann entwickelt euch erstmal. Was haben wir überall, ne? Ja. Aber wir sind gerade eh wieder im Minus. Wird gebaut oder ist Baustopp? Es ist Baustopp. Genau, da haben wir jetzt nicht ein Problem.
dürfen wir keins mehr haben. Wird das Parkhaus benutzt? Achso, ja, jetzt ist ja Nacht. Da wird sowieso fast gar nichts benutzt. Also ich glaube, dieses Parkhaus werde ich umsetzen. Wo ist denn hier mein Start? Nee, ist nicht geil. Machen wir hier im Parkhaus hin. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das benutzt wird. Aber da haben wir auch direkt die Straßenbahn daneben. Ist hier eine Haltestelle? Ja. Alter, was hier an Polizei umherdonnert. Wahnsinn. Wobei, wir könnten ganz kurz... Wir machen ein Parkhaus woanders hin. Ah, dahin würde ich es gern bauen. Na? Da bauen wir mal das Parkhaus hin. Okay, ist unterirdisch, aber ist egal. Ja, die Nacht werden wir jetzt Minus machen, das ist klar. Aber wir machen erstmal Feierabend und morgen sehen wir dann, was sich hier hinten alles so Frivoles entwickelt. I like and I freue mir. So. Achso, da haben wir eigentlich eins. Na ja, gut. Warum ist hier eigentlich nicht alles vollgebaut? Achso. Weil ich da Platz gelassen habe, ich. Kleiner Schelm, ich. Kann ich einen Zeltplatz hier einfach hinbauen? Also, es macht keinen Sinn, ist mir auch klar, aber. Dragon Field. Können ja hier mal ein Dragon Field machen. Und so ein Park. Setzen wir jetzt einfach mal hier hin. Und was haben wir hier noch? So ein Flowery Passage. Packen wir da hin. Ach genau, das wollte ich gucken. Gut, das ist da abgeschlossen. Kann ich voll mit leben. Dann wird das hier irgendwann ein neuer Bezirk. Gut, Feierabend und bis morgen. Dann sehen wir weiter, ne? Ab 6 wird hier wieder gebaut. Ist er dann gleich. Es wird einiges gebaut. Es wird extrem viel gebaut. Ich lasse mich überraschen mit euch zusammen. Bis morgen. Tschüss.